Corona ist schon noch ein bisschen Zeich. Keine Jugendmusik, keine Jugi, keine gar nichts. Nicht einmal mit meinen Strieren kann man. Dafür hat man mehr Zeit zum kreativ sein. Das ist Leni. Ich habe sie auf die erste Kommunion bekommen. In der Schule und im FC läuft jetzt etwas anders. Dafür habe ich mehr Zeit, um für sie zu schauen. Mir fehlt vor allem der Austausch mit Freunden und der Ausgang. Ich habe ein riesiges Glück, dass ich so eine super Familie habe, die mit mir lustige Übungen verbringt. Mit feinem Essen, gutem Wein und interessanten Gesprächen. Für das bin ich mega dankbar. Im Lockdown hat sich mein Mann gerade angefangen, selbstständig zu machen. Und das ist wirtschaftlich immer noch eine Herausforderung, manchmal auch eine Belastung. Aber die Entschleunigung im Privatleben und die Zeit, die wir als Familie mehr haben, miteinander, tut uns gut und schweißt uns auch zusammen. Meine Mami ist letzten Oktober gestorben und während der Corona-Zeit war es ganz schwer. Wir haben nicht Abschied nehmen von ihr, auch die Verwandten von Spanien nicht. Sie konnten nicht kommen und wir nicht dürfen gehen. Und was mir in dieser Zeit geholfen hat, sind die Gespräche, die tiefen Gespräche mit der Seelsorgerin hier vor Ort. Als Grossmutter freue ich mich ganz speziell, dass wir Grosskinder wieder bei uns haben können, regelmässig. Im Moment müssen wir noch verzichten auf die Zusammenkünfte mit der ganzen Familie. Und wenn ich uns allen wünsche, dass die Pandemie bald vorbei ist. Paar und Familie leistet in dieser Zeit sehr viel. Danke für die Berichte, sie sind sehr beeindruckend. In der Kirche reden wir in diesem Zusammenhang von Erfahrungen, die uns heilig sind, wo wir etwas von Gottes Liebe und Nähe dürfen erfahren. Starke Verbundenheit in der Ehe, in Partnerschaft, in Freundschaft und Familie sind wie ein heiliger Boden, der trägt und unsere Herausforderungen stark macht. In der Nacharbeit von der Familiensynode in Rom hat der Papst Franziskus mit dem Schreiben Amoris Laetitia, Freude der Liebe, genau diesen Gedanken stark betont. Wenn er jetzt am Josefstag zu dem Thema noch ein spezielles Jahr von der Familie ausruft, ist es eine Einladung, in der Seelsorge an diesen wichtigen Gedanken weiterzuarbeiten. Ich freue mich, als Präsident der Pastoralkommission der Schweizer Bischofskonferenz, dass wir zu dem Thema haben dürfen, pastorale Orientierungen erarbeiten mit dem Titel «Paare und Familien – Kirche und Pastoral betreten heiligen Boden». Ich danke allen, die in diesem Themajahr die Gedanken aufnehmen und daran weiterarbeiten.